Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch, ja, heute spielen wir halt Adopt Me und ich habe halt dabei gar keine Pets, nur halt den Starter Egg. Ich hoffe, man hört mich. So. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr schneller und leicht Pets bekommt, und dafür müssen wir mal aus dem Haus rausgehen. Also dafür braucht ihr mal Geld. Ich weiß, ich habe dabei 0 Candies, aber etwas mehr Geld. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja. Also, so, erst müssen wir mal in die Mitte. Also nicht in die Mitte, weil in der Mitte ist dabei gar keiner. Vielleicht wenn schon in 4 Tagen, ne? Aber wir brauchen dann jemanden zum Traden. So. Und sorry, dass ich am Anfang nicht so geredet habe, weil ich müsste schnell die Musik ausmachen, weil sonst würde man mich gar nicht hören. Ja, jetzt warten wir mal schnell. So. Und dann geht's hier gleich, also wenn ihr da seid, da ist der Spielplatz und da ist der Brücke. Oder nee, wartet, nehmen wir mal eine Abkürzung. Also geht dann rüber, wo man so Sachen anduften kann und so. Und ja, dann geht ihr etwas nach hinten. Nein, ich will nicht dahin. Und außerdem ist so etwas Neues gekommen. Da muss man hingehen, um traden zu können. Also mit legendären Pets und so traden zu können. Weil ich habe auf meinem PC habe ich legendäre Pets. Und warte. Ich dachte Roblox. Also ich dachte jetzt, dass er. Erst dachte ich, das wäre JojoCraft HP. Und dann dachte ich Roblox Lara, aber Roblox Lara hat nicht so einen Teil. Okay, ja, egal. Wenn ihr hier über die rote Brücke gegangen seid, dann ist hier so ein Markt. Da geht ihr mal rein. Habe ich überhaupt Essen? Ja. Dann, wenn ihr drinnen seid, dann gibt es ganz viele Sachen hier. Schinken kaufen 3 Euro oder 3 Dollar. Apfel kaufen 1 Euro oder 1 Dollar. Und dann geht ihr einmal da, wenn ihr da reingekommen seid, geht ihr einmal nach da. Und da ist dann Butterbrot kaufen 2. Also, immer wenn man reinkommt, kriegt man schon ein Butterbrot for free. Und jetzt müssen wir 3 kaufen. Es kommt darauf an, wie viele Pets ihr wollt. Und ja, wir kaufen jetzt mal 3. Ja, 1, 2 und 3. So, jetzt haben wir für ein Trade. Dann wieder 1, 2, 3 und 4. Jetzt haben wir 2 Trades. 1, 2, 3. Nicht essen. 3. Warte, ich glaube, ich habe Sperre. Und 4, oder? War das gerade 4? Nein, jetzt brauchen wir noch 1. 4. Und jetzt machen wir noch für den letzten Trade 1. Also 1, 2, 3 und 4. Und jetzt haben wir schon für 5 Trades, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4. Für 4 Trades haben wir schon was. Natürlich, wenn ihr nicht so viel Geld habt, ihr könnt dann rausgehen, wo ihr wollt, Leute. Also, ich gehe jetzt mal. Eigentlich gehe ich immer ganz verschieden raus. Und wenn ihr die Stimme von hinten hört, dann ignoriert es bitte. Und ja. Also, ich gehe eigentlich immer ganz verschieden von dem Markt raus. Und ja, dann geht ihr dahin, wo die meisten Leute immer sind. Und ja, also jetzt sind die meisten Leute ja beim Halloween-Event. Und
immer wenn ihr mit dem kopflosen Reiter da spricht, ja, mit dem kopflosen Reiter, den zeige ich euch auch gleich. Wartet, wir können uns eh gleich teleportieren. Also hier geht ihr auf Halloween, ja, und dann geht ihr ja, auf ja. Okay, so. Was war das gerade? Okay, ja. Und das sind ein paar Sachen. Hier ist der kopflose Reiter. Mit dem spricht ihr jeden Tag einmal. Dann kriegt ihr auch Candies. Hier seht ihr Candies Regen. Okay. Es hat nicht so viel jetzt gezeigt, aber ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, also ignoriert jetzt bitte. Und ja. Hier, jetzt haben wir 200 Candies for free bekommen. Suche ein Kind, bitte. Okay, wir okay. Okay, wir haben eine Trade-Anfrage. Und wir haben ja jetzt gerade den neuen... Wer ist das? Hä? Achso, ja, wir haben den neuen... Was ist das? Ein Dodo. Und ein Aussie-Egg. Hallo, ich kann nichts reinlegen. Okay, Uber. War ja klar. Hä? Warte, ich will nicht dahin. Okay, ja. Auf jeden Fall, da sind jetzt dabei die meisten Leute. Oh, da hat er einen Starfish. Sehr, sehr cool. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht mit meinem Starter-Egg rumgehe, dann... Ja. Egal. Okay, wir haben schon eine Anfrage bekommen. Und wir geben jetzt ein paar. 4 Sandwich. Oh, ein Dog. Seht ihr? Okay, ja. Ich habe jetzt 4 Sandwiches reingelegt, aber es geht auch 5. Und 3, 4, 5, ja. Okay, das akzeptiere ich. Okay. Ist das Trade fair? Okay, ich denke, naja, ich weiß es nicht, aber ja. So, in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich hab's schon. Yay, schaut. Und schon haben wir einen Dog bekommen. Ich schreibe mal Thanks. Thanks. Danke, also. Dann schreiben wir jetzt... der hat den Golden Egg, Leute. Sehr cool. Jetzt haben wir noch für 2 Trades eigentlich. Was? Please fire. Effende! Anders stimmt der Jel. Ich hätte keine Sonne. Leute, ich muss kurz Pause machen und ja, sorry, weil meine Mutter will schnell anrufen und das testen und ja, bis gleich. So, ja, wir haben das gerade kurz gemacht und ja, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das eigentlich bekommen könntet, weil sie hat einfach Trade-Anfrage geschickt. Please, Dog, please. Und dann setzt ihr euch einfach am Boden hin. Okay, schaut, jetzt haben wir wieder eine Trade-Anfrage. Yay, schaut, der zweite Dog ist da. Ja, jetzt haben wir 4 reingelegt, aber 5 geht auch. Dann haben wir noch für einen Trade. Und ja, ich akzeptiere mal. Okay, sie hat auch akzeptiert. Echt sehr, sehr nett. Ich habe mit keinen ausgemacht, ich kenne die nicht mal, Leute. Und ja, also falls ihr euch denkt, dass ich das gemacht habe, aber okay, sie hat abgelehnt. Dann schreiben wir einfach nochmal. Please, Doc, please. Ich hoffe, man hört mich. Okay, da ist jetzt noch einer. Okay, wieder eine Handelsfrage an. Eine Handelsfrage bekommen. Hallo, geht doch. Das. So. Okay, sie hat auch ein Sandwich. Und das hier. Okay, nee, ich will ja einen Dog. Deswegen können wir es so machen, wenn ich es will.
Ja, dann ist eigentlich auch gar nichts fair, weil die kostet halt einfach auch 2 und ja. Oder ne, ich will das nicht, weil ich will halt nur Sandwiches haben. Also ich schreibe jetzt wieder rein. Please. Dog. Please. Okay, please, Dog, please. Ja, sonst kommen wir gleich zum zweiten Effekt. Okay, wir warten jetzt noch auf den letzten Trade oder wir traden einfach jemanden. Ja, traden wir mal die. Die hatten wir ja gerade schon. Traden wir die auch mal an, okay. Vielleicht kriegen wir ein Cat oder so. Ein Cat wäre auch cool. Jetzt habe ich 6 Sandwiches eingelegt. Okay, für gar nichts, nein. Warte, vielleicht suchst du hier noch was. Okay, nein, nee, sorry. Und ja, also kommen wir gleich zu dem nächsten Lifehack. So. Und zwar ist der zweite Lifehack, jeder kriegt ja ein Starter-Egg. Ihr löst das einfach, also wie ich tue das jetzt mal mit euch gemeinsam aufmachen. Ich habe schon eine Aufgabe gemacht und ja, also ich mache das halt jetzt so, dass ich eine Aufgabe kriege, aber weil das dann zu lange dauert, okay, wir müssen auch schon nach Hause, ich denke. Mir ganze Zeit soll ich mir so ein Fahrzeug oder so kaufen, aber brauche ich gar nicht, weil ich auf meinem PC ein Hoverboard habe, die heute, glaube ich, schon weg ist oder weggegangen ist, keine Ahnung. Und ja, ich renne mal nach Hause und zu Hause sehen wir uns. So Leute, wir sind genau nach Hause gekommen und ich will jetzt auch in die Schule, aber davor muss ich jetzt mal duschen. Ja, also ich habe immer noch den Starterhaus. Ich werde mir bald ein anderes Haus kaufen. Oder vielleicht lassen wir den noch. Und ja, also wir sehen uns, wenn wir in der Mitte sind. So Leute, wir sind jetzt schon fast da in der Schule. Und ja, also wenn das Egg jetzt auch gehatcht ist. Okay, was läuft hier schief? Hallo, hallo. Okay, vielleicht muss ich mal springen. Geht auch nicht. Achso, okay, jetzt endlich. Also, ich gehe mal zu meinem Egg. Ich nehme ihn mal in die Hand. Oh, der hat einen Skellrex. Skellrex, keine Ahnung. Okay, es ist auch krank, aber wir bleiben jetzt in der Schule, weil das dann voll, weiß ich, voll blöd wäre. Und ja. Hoppala. Und so. Ich denke mal, das ist die letzte Aufgabe. Ja, und wir kriegen eine Katze raus. Ui, süß. Und der hat jetzt auch Hunger. Deswegen kann er ja auch gleich mal was essen. Wo isst du bitte, Katze? Okay, ja. Ah, ja. Ich habe immer noch Hunger. So, ja, jetzt ist meine Katze. Und Leute, davor habe ich 6 Sandwiches getradet gegen ein Biber. Das ist echt gutes Trade, weil, also das war das beste Trade, was wir heute gemacht haben. Letztes Mal, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, das mit den Sandwiches, habe ich einen Bunny bekommen und der ist auch selten. Also jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Essen für einen Trade ungefähr. Aber hier, der ist selten, der Biber. Und ja, jetzt holen wir die Katze hier auch weg. Und der ist schon fast bei Junior. Und der ist fast Katze. Ich trade mal an. Okay, die will nichts geben. Okay, ich glaube, sie dachte, das wäre for free. Ich trade mal die an, der hat auch so ein, sie hat auch so ein cooles Pad. Okay. So, Essen, dann boom, boom und boom und
Hallo, ich kann nicht mehr Bumm machen. Oh mein Gott. Also ich denke mal nicht, dass sie das machen wird, aber ja, man weiß es ja nicht. Okay, nur ein Bett. Oh mein Gott, was für gute Trades sind das bitte? Ich weiß aber nicht, ob sie das akzeptiert. Okay, ich denke mal, dass sie es akzeptiert hat. Meine Katze hat Hunger. Ich meine Durst, glaube ich. Ja, okay, sie hat abgelehnt. Egal. Ich will diesen Hoverboard auf diesen Account. Deswegen gebe ich ein Biber dafür. Für diesen Hoverboard. Okay, sie hat gleich abgelehnt. Eigentlich wäre das nicht so fair, weil das ist ja ein Fahrzeug und die Fahrzeuge kann man, ist es ja, bei Fahrzeugen ist es ja nicht so schwer, es zu kriegen. Warte, nicht essen, Katze, sondern trinken. So, dann bist du auch schon mal, Junior. Diese ist auch voll cool. Okay, ja. Es ist auch bei Junior und ja, der ist bei Neuborn, der auch und der ist schon bei Junior. Und wir versuchen jetzt wieder zu traden, aber davor müssen wir noch kurz so Einkaufszentrum oder so. Ja, wir sehen uns dort. So Leute, wir sind jetzt da und wir machen jetzt noch den letzten Trade. Und dann muss ich den Video auch schon beenden, Leute. So, wir kaufen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Und bei dem nächsten Video zeige ich euch, wie ihr schneller Geld bekommt. Und das nächste Video kommt dann eben nicht zu spät. Also ich poste eher so jeden Samstag und Sonntag, aber öfters poste ich auch so im Post, genau. Lade ich auch so ein Video hoch, so am Samstag, so am Freitag oder so. Ich hoffe, mein Herz bis. Okay, wir haben jetzt genug Essen für genug Trades. Und ja, also ich finde es voll gut, dass wir einen Biber getradet haben. Für 6 Sandwiches und ja, weil das ergibt schon das Seltene, was ich gegeben habe, weil häufig ungewöhnlich und dann wieder häufig wieder ungewöhnlich und die beiden und nach ungewöhnlich kommt ja selten und deswegen warte, ich lauf ganz anderes Weg. Wir sehen uns einfach dort, Leute. So Leute, wir sind auch schon da und wir machen jetzt den letzten Trade. Ja, ich schau mal, ich schick mal jemanden eine Anfrage. Den hier und den hier. Und jetzt gehen wir mal dahin, so, und gehen auf Sitzen. Und dann schreiben wir wieder in den Chats, please talk. Ups, nein, please talk, please. Jetzt müssten wir mal abwarten, bis wir eine Trade-Anfrage schickt. Jo. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Keiner hat mir eine Trade-Anfrage geschickt. Doch eine schon, aber der hat dann voll gute Pets reingelegt und dann hat sie abgelehnt, das ist ja klar. Und ja, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao!